David, herzlich willkommen zu Let's Play 7 Days to Die. Freeman? Ja. Ah, okay. Ich dachte, du bist schon wieder weg. Da. Ja. Ich hätte jetzt also meine Frau muss noch ein bisschen was machen für die Masterarbeit. Wenn das durch ist, dann gucke ich mir, dann habe ich vielleicht endlich mal die Zeit, mir das, die Sache mit den Servern anzuschauen, weil ich würde halt schon gern dieses Jahr endlich mal mit dem Project Zomboid Server anfangen. Das wäre sehr schön. Weil dieses Spiel eigentlich wirklich prädestiniert ist für... Du warst gerade eine Frau. Hoppla, was habe ich jetzt gemacht? Hallo. Du warst trotzdem gerade eine Frau. Okay, das kommt schon mal vor. Black Dragon wurde aus seiner Freundesliste. Ja, das war ein Versehen gerade. Genau. So, ich bin immer noch schön dabei. Bei mir läufst du schon wieder auf der Stelle. Ich bin wieder schön dabei, Aloe-Creme zu machen. Und danach mache ich Holzblöcke und... Bei mir ist schon wieder alles so ein bisschen versetzt. Ich bin gespannt, wie der Blutmond wird. Ja, also wenn wir zu dritt sind, habe ich das Gefühl, ist er am schlimmsten. Ich glaube auch, also wirklich, dass wenn wir zu zweit spielen, dass der Blutmond nicht ganz so übel ist. Wir schauen einfach mal, wie es... Ja, also Zeug habe ich mir schon geholt. Wenn du Bock auf Steak mit Kartoffeln hast, hier oben in der Kiste liegt. Okay. Ich esse jetzt mal das ganze eklige Kürbisbrot weg. Oder sonst noch nie. Hm? Zumindest nicht so wie die Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Probleme waren ja sonst nie. Ja. Das scheint allgemein dein Problem gerade zu sein, oder? Einzel, ja. Wollen wir jetzt Radkappen, Minen und sowas mitnehmen? Nö. Okay. Aber ich nehme ein paar Raketen mit. Was ist das da? Eine Druckplatte. Radkappenmine. Waren Hohlspitzgeschosse stärker als normale Munition? Freeman? Hohlspitz ist gegen ungepanzerte Gegner besser. Ah, okay. Ja, bin da. Nee, Hohlspitzmunition ist gegen Panzerte besser. Also alles, was mit normalen Klamotten rumrennt. Zombies? Gibt's bei Zombies außer die gepanzerten... Ach ja, Militärsoldaten gibt's ja noch. Genau. Die haben ja logischerweise auch Panzerung. Die mit der Bombe, glaube ich, sind auch gepanzert. Ja, genau, an die dachte ich jetzt zuerst. Ja, was mache ich denn jetzt in der Zeit? Ich bin ja schon mal Richtung Booby Trap fahren. Oh ja, stimmt. Dann hole ich mir aber kurz noch was zu essen. Wollen wir jetzt die Booby Trap nehmen oder wollen wir eine Holzscheune nehmen? Holzscheune wäre cool, glaube ich. Es könnte unser letzter Blutmond sein, ja, von daher. Such dir was raus. Ja, ich wieder. Ja. Und dein Let's Play? Du bist Teil des Let's Plays. Egal. Aber du bist Teil dieser Welt. Ich bin zum Bauen da. Okay, ich habe 20 Verbände, das sollte eigentlich reichen. So, die Booby Trap war ja direkt geradeaus. Ich würde ja gerne ein Winchester-Lokal finden, aber das gibt's leider nicht. Ich folge dir gleich.
Ach Mensch, ist ja direkt hier gewesen, richtig. Girls, girls, ich girls. Glaub, girls, girls, girls. Oh, großer, kleiner. Ich glaube, der Blutmond wird lecken. Ja, ich vermute auch. Oh, Dose Hundefutter. Ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn. Manche Frau ist wunderschön. Es gibt andere, wo man lieber wegschaut. Oh, ich habe eine Steinaxt gefunden. Die ist ein bisschen anders aufgebaut, als ich es in Erinnerung hatte. Ich hatte eigentlich die tolle Idee, wir stecken uns selbst in so eine Tanzkäfig und versuchen dann irgendwie durchzukommen. Aber, nee. Oh, ich habe dreimal Energy Drink gefunden. Bring uns was Tolles mit, was uns hilft. Was zu essen? Nein. Eine Uhr, die läuft? Nein. BH? Du wirst es sehen. Zwei BHs? Ja. Bongo-Schleiter. Oh, mein Inventar ist voll. Oh, ich habe einen Knüppel Level 6 gefunden. Warteschlange voll. Ach ja. Ich glaube, ich schmeiß mal ein bisschen Zeug raus. Braucht man nicht. Autofilter behalte ich mal lieber. Stahlrüstungsteile, sammeln wir sowas überhaupt noch? Stein. Oh, das ist ein Steinvorschlaghammer. Den gibt's auch. Ja. Von Anfang gedacht. Also nicht nur ein Stein, nicht hier Steinaxt, sondern Steinvorschlaghammer, okay. Oh, hallo Zombies. Ich wollte gerade sagen, Motorrad gesetzt und weg. Wer? Das wäre jetzt gut gewesen. Yay, yeah, er hat was fallen gelassen. Ich komme. Oh, Mist, es leckt schon wieder. Scheiß auf die Doppelläufige. Reicht mir, wenn du erscheinst. Ach, hier ist es doch schon. Ja, eben, ich war auch überrascht. Ich dachte, ich ist mega weit weg, aber die ist direkt hier vor der Haustür. Der hätte auch hinlaufen können. Wir müssen noch gucken, wie wir das machen, weil wir müssen hier hoch und wir sollten dann vielleicht hinter uns die Leiter zerstören. Dann haben wir ein erstes Problem. Ach, hier ist Messing drin. Oh, so Stein. Moment, wo ist der Weg nach oben? Hier war doch immer eine... War hier nicht immer eine... Komm hier rein, ich mach uns einen Weg. Okay. Geht wenigstens aufs Dach. Wo bleibt denn da der Spaß? Man muss schon wieder Leitern bauen. Wo ist denn der eigentlich? Ist er schon drin? Ist Black Dragon drin? Bin ich? Man hat 12 Leitern gebaut. Okay. Stahlrüstung kann ich wegschmeißen, nicht wahr? Ja, schmeiß weg. Hey, kommen irgendwo Zombies, ich hör's. Ja, auf dem Dach. Ach so, ja. Au, er hat getroffen. Das klingt fleischig. Oh, der hat mein Geier kaputt gemacht. Okay. Brennst du? Wo bist du überhaupt? Bist du hier drin? Nein, auf dem Dach oben. Wie bist du da hochgekommen? Mit der Leiter, die ich gebaut habe. Ah.
schön, ich verbarrikadiere die eine Seite und da ist da ist die Tür offen. Wo bin ich hochgekommen? Ich weiß es nicht. Ach hier. Guck grad. Ich hab's gefunden. Ich muss erstmal gucken, wie du hochgekommen bist. Über die Leiter. Ja, ich hab's dir noch nicht gefunden, die scheiß Leiter. Warum nicht? Nee, ich hab keine Ahnung, wo diese Leiter ist. Ist die Leiter außen? In der Mitte. Ach, die ist im Innern. Ach so. Über dem Waschbecken. Ich suche die ganze Zeit draußen nach einer Leiter. Okay, da macht's auch Sinn, dass ich drinnen verbarrikadiere. Oh, ich hab doch was Schönes mitgebracht. Oh, die läuft? Die werden das Ding wahrscheinlich ziemlich zerlegen. Niemals. Ich guck mal kurz. Hab was gebaut, da können wir die in Ruhe abschießen. 1200, das Ding wird nicht lange halten. Hallo, Mr. Zombie. Please flee. Ich komme. Lichtlein macht das. Ich muss bis erst mal den Weg nach oben finden, sonst bin ich... Ach, da! Ach, Mensch! Am Waschbecken. Ja, ich hab's jetzt gefunden, verdammt! Halt die Klappe! Ach, Hund. Ah ja, ihr könnt's mir gefallen. Helf euch! Helf euch! Wartet. Du weißt aber schon, wenn die hier oben sind, aber nicht wirklich viel zu lachen. Die kommen da nicht hoch. Wenn das Ding anfängt einzubrechen, haben wir auch nicht viel zu lachen, glaube ich. Das hält. Und für die Ewigkeit. Ach du. Es geht doch nicht mal los und das Haus fällt schon zusammen. Leben dir sind jetzt übrigens Spikes, Vorsicht, auch hinter dir. Ich hör mal lieber auf damit. Sonst rennst du noch lass rein. Mal bitte. Sonst rennst du da rein. Wo zum Henker kommen die Zombies her? Keine Ahnung. Paraguay? Ich hab's gewusst. Die scheiß Paraguay-Zombies. Der ist der Markt total überlaufen mit diesen billigen Paraguay-Zombies. Oh, brauche ich nicht. Ist Black Dragon wieder raus? Ja. Feiglinge sterben in Schande. Oh, Schlipsträger. Ich schmeiß mal den eisenverstärkten Knüppel weg, den kannst du doch herstellen, oder? Ja. Obwohl, nee, das brauche ich gar nicht, jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Platz. Ja, den habe ich dir gegeben. Ja, das macht er nicht mal mit dir. Macht er auch nicht. Wir sollten vielleicht langsam gucken, dass wir Land gewinnen, oder? War Black Dragon jetzt hier? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, er will was ausprobieren, also probier mal aus, ob er es schafft. Du solltest langsam herkommen, ich mache hier nämlich gerade dicht. Du? Ja, hier, geh am besten schon zur Leiter, ich mache jetzt überall rundherum dicht. Wir sollten auch, es wird langsam echt eng. Guck mal, wie spät es schon ist. Ich hab doch was dabei. Ah, das ist genial. Aber warte mal, lass mich hier noch ein bisschen setzen. Das ist eine gute Idee. Okay. Du solltest lass vielleicht ein bisschen setzen. Schneller setzen. Ja, bloß nicht, dass ich dich aussperre dann. Nee, ist okay. Setz ruhig zwei Dinger überall. Die springen da wahrscheinlich drüber. Eins. Bei der Höhe springen die übrigens drüber. Ich weiß. Das ist ja gerade der Sinn der Sache. Ich hab aber nicht so viel dabei. Hast du ja gut gemacht. Ich bin stolz auf deinen Plan. Die sind teurer. Ich baue alles mit Spikes vorsichtshalber nochmal zu. Ah, hier kann ich nicht mal durchrennen, das ist ja super. So. Also wenn die es wirklich drauf anlegen, sind wir am Arsch. Wir schaffen das. Kann ich hier auch raussetzen?
rausbauen. Oh ja, das geht tatsächlich. Man kann tatsächlich durch diese Runde rausbauen. Das ist cool. Das ist aber schwierig. Oh, Wichtlein. Uns geht's gut. Ja, dann noch? Sie. Ich mach sie alle tot. Wenn die hier reinkommen, dann geht es uns bald nicht mehr gut, glaube ich. Ich glaube, sobald der erste Kopf explodiert oder der erste mit der Bombe. Ja, ich glaube, der mit der Bombe ist schlimmer. Ja, die Cops machen auch unglaublichen Schaden. Der räumt wahrscheinlich meine ganzen Spikes mit einmal weg dann. Allerdings, wenn wir jetzt wissen, von wo sie kommen, ist das schon mal ein Vorteil. Ich weiß, wo sie kommen. Ja, dann schau mal. Da ist schon einer mit der Bombe dabei. Na toll. Aber da ist ein Loch, da kann ich durchschießen. Die sind schon hier. Wo denn? Die kommen schon durch. Wo denn? Die sind hier schon auf den Spikes. Oh, fallen gelassene Beute. Ein Baseballschläger ist drin. Oh, na toll, meine AK ist wieder nicht geladen. Oh Gott, ich sag doch, die können hier durch. Wieso glaubt mir denn nie irgendjemand? Ich habe keine Spikes mehr, sehe ich gerade. Oh oh. Wo ist das? Ich bin weg. Ja, die sind durch. Super! Ganz toll! Geh aufs Dach! Lauf! Lauf doch mal! Warte nicht! Na warum? Was denn? Warum denn nicht? Wir müssen die anlocken. Die kommen doch eh hierher. Ich mach uns mal Platz. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Allerdings kommt die dann auch schneller rum. Oh, viel Spaß! Ich glaub, solange keiner angreift, passiert nichts. Die sind jetzt erstmal auf uns fixiert, schätze ich mal. Wie soll ich so jemanden töten? Aber wir haben doch lange durchgehalten unten. Er wollte was ausprobieren. Ey, hier ist eine Leiter! Scheiße. Hier ist keine! Ich bin gerade runtergefallen. Super! Halt sie mal kurz helfen! Schlag mal diesen Block! Schlag diesen Block hier weg! Oh oh! Ich bin am Arsch! Oh. Und mein verdammtes Motorrad! Ich sehe nichts mehr! Wo bist denn du? Unten! Ich muss hier raus! Ja, ich auch! Ich sehe gerade, ich habe gar nichts zum Heilen in meiner Leiste. Ja, ich auch nicht. Ich helfe dir! Ich fahr sie alle tot! Okay. Dann halt Blutmod im Freien. Ich hab gar nichts zum Heilen mitgenommen. Scheiße. Wir sind voll die Helden. Uns reicht keiner das Wasser. Helft ihr? Geh wieder hoch. Geh nach Möglichkeit hoch. Oh, da kommt Typ mit Bombe. Wir rennen wieder hoch. Ich renne jetzt da hoch. Wo ist die Leiter gewesen? Freeman. Hinten irgendwo. Warte, ich fahr den mit der Bombe um. Ich hab die Leiter nicht gesehen. Lootback. Ja, das habe ich gerade erzeugt. Hier sind sie rein. Oh, unsichtbares Hindernis. Die habe ich ja. Die kommen schon aus dem Gebäude rausgerannt. Ich sehe die Scheißleiter nicht. Kannst du mich mal ein bisschen lotsen? Ja, ich muss ja mal Heilzeug holen. Ich habe was bei mir. Ich kann dir was abgeben, aber ich finde die scheiß Leiter nicht. Ich sehe bloß 100.000 Gegner, die mir hinterher rennen. Komm sofort. Ich muss die Leiter finden, Freeman. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Keine Ahnung, irgendwo hinten. Ich finde die nicht. Ich sehe hier keine Leiter. Die sind doch da hochgekommen. Ja, aber ich sehe ja echt keine Leiter. Okay, das war doof. Hier will ich nicht durch. Ich werd verfolgt. Ich werd verfolgt. Bombentyp. Moment, die Bombe geht erst hoch, wenn er verletzt ist, oder? Ja, ja, ja. Die Rot leuchtet. Okay. Da ist irgendwas hochgegangen. Ja, das war so ein Bombenteil. So. Also wenn er fliegt, solltest du weggehen. Oh, Feedback.
Die Soldaten sind übel. Da kommt der nächste mit Bombe. Bist du auf dem Dach? Nee. Ich komme ja nicht hoch. Ich finde das scheiß Ding nicht. Oh, Riesenleck. Riesenleck. Hier, komm her. Jetzt bin ich reingesprungen. Ich klein, wo bist du? Ich bin reingesprungen. Wir haben hier ein Problem. Ich habe mich gerade hier durchgeschlagen. Obwohl, die sind so blöd und machen es kaputt. Auch gut. Ich such die scheiß Leiter. Ich bin jetzt gerade in der Mitte. Wenn du reingehst, kannst du hoch. Wenn du dich traust. Wenn du in der Mitte reingehst, da ist eine Leiter. Ja, warte. Wenn du, sag einfach, dass du reingehst. Dann baue ich dir gleich was hin, dass du hoch kannst, ja? Du musst zu unserer Leiter. Schaffst du es? Sag ich, ich guck mal, ob ich dir helfen kann. Du bist wahrscheinlich noch draußen, oder? Was? Ja. Hast du jetzt was zu helfen? Nee, die kommen ja nicht hoch, glaube ich. Ich glaube, das waren noch welche, die hier hoch waren. Zumindest kommt bei mir gerade keiner. Hier, ich hab's gefunden. Hier hinten ist eine Leiter. Im Gebäude, wo ich bin. Lauf zu mir. Da kann man hoch. Da musst du ins Gebäude rein. Ich bin oben. Bist du schon oben? Ich bin wieder unten. Lauf dahin, wo ich bin. Ha! Ich bin oben. Ja? Dann mache ich das hier mal kaputt, okay? Hier sind die hochgekommen. Wo ich bin, sind sie hochgekommen. Ach, da sind die durchgekommen. Ja. Das ergibt Sinn. Ja, hast du es tatsächlich hier durchgeschafft? Hier hinten? Ach, da ist wieder zugemacht, okay. Weil da bin ich nämlich hoch, da habe ich mich durchgeschlagen. ich bleib mal vorne, bleib du hier. Die zerstören gerade das Haus hier unter uns, glaube ich. Wenn es den Spaß macht. Ich sehe einen. Ich mache gerade Sachen kaputt in meinem Inventar. Black Dragon ist wieder abgehauen, oder? Nö, das ist er. Okay. Jetzt ist er tot. Oh ja. Ja, scheibe Gruppeneinladung. Weißt du, du kriegst ja Erfahrung von uns. Das warst du nicht hier um uns rundherum, oder? Ich bin echt mal gespannt, wie viel die hier. Ach, warte mal. Hast du Heilzeug dabei jetzt? Ja, ich hab alles gut. Warte mal, dann gebe ich dir noch den hier. Für den Fall, dass du doch nochmal runterfällst. Oh ja. Ach hier, warte mal, ich hab noch was für dich. Hier. Was? Was tust du? Ich wollte die rauslegen, ich wusste nicht, dass die explodieren. Willst du auch Granaten oder eigentlich nicht. Oder explodieren die dann auch? Ich hab die gerade rausgelegt, da sind die explodiert, alle 9 Stück. Ich bin mal gespannt, wenn sie ich weiß nicht, machen wir jetzt hier was kaputt oder. Oh, hier hinten! Hier hinten geht das Haus kaputt! Ja, hier hinten geht's Haus schon kaputt. Wo denn? Hier, wo ich stehe. Ich komme. Hier hinten ist zumindest was zusammengebrochen. Oh, da ist einer. Hey, ein bisschen, ja. Die stehen doch alle hier. Soll ich eine Granate werfen? Wenn du eine hast. Granate! Ich würde da weggehen. Ich weiß nicht, wie lange das da unten noch hält. Das sind 2 von denen. Granate! Granate?
Granate will nicht. Böse. Ich glaube, ich habe sie nicht entsichert. Ah, jetzt sind beide explodiert. Ach, das ist ja geil. Das war mir nicht bewusst. Du kannst die Granaten so werfen und dann mehrere mit einmal in die Luft fliegen lassen. Bei Dynamit kannst du so. Das ist richtig cool. Guck mal, was hier hinter uns abgeht. Ich habe tatsächlich vorhin geschaut, ob es irgendwo eine Stelle gibt, an der die hochkommen können, und keine gefunden. Also ich wollte eigentlich selber hochkommen und habe nichts gefunden. Und die finden natürlich sofort. Ein Geier! Betrifft mich! Was? Wir haben nur übel starken Gegner und du kackst dir wegen einem Geier ein. Naja, es gibt einen Unterschied, ob du auf Gegner schießt, die sich nicht wehren können, oder ob der Gegner dich angreift. Sollen wir es einfach mal arbeiten lassen? Jo. Ich glaube, wir sind gerade bei Blutmond 24, oder? 168 durch 7 ist 24, oder? Ja, so kann sein. Die schlagen sich übrigens gerade hier durch. Ist dir das aufgefallen? Freeman! Die schlagen sich gerade hier durch. Wo denn? Hier! An der Luke sind sie! Die machen gerade die Luke kaputt. Machst du tot? Wenn ich die auf... Okay. Verreckt im Höllenfeuer! Ich meine, oh. Jetzt ist es ein bisschen übel, oder? Kommt der hier hoch? Der werden ja mal. Die kommen, ich sag doch, die kommen hier durch! Ja, warum hast du das nicht verhindert? Wie soll ich das verhindern? Da weiß ich nicht. Ach du Scheiße, jetzt sind die oben. Wir werden hier sterben! Niemals! Als ob das noch nicht genug ist, kommen wir noch Geier! Warte, ich muss nachladen! Denn ihre Körperteile explodieren nicht so oft, oder? Von den Grünen. Nicht so wirklich? Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ach, die Geier kotzen! Mann, hör auf mit dem Scheiß! Oh mein Gott! Geht's doch gut? Oh, ein Loot weg! Ah, lass mich doch mal nachladen! Ich hab dreimal Bier gefunden! Wir sind gerettet! Aber... Wo kotzt... Ach, das ist ein Kopf diesmal. Kannst du mir mal Feuerschutz geben? Ja, ja, klar. Oh mein Gott. Bleib da stehen, das machst du gut. Musst du reparieren. Der eine hat keine Beine mehr. Au. Oh Mist, die treffen mich hier. Oh Mist, die sind hier oben. Oh Mist, ein Kopf. Ey, Mist, das Polizist, ne? Scheiße, ich bin tot. Gott, das waren zwei Schläge. Oh. Ich hatte noch über 60 Leben. Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz, warum ich so schnell tot war. Oh mein Gott. Wir sollten nochmal dahin gehen. Ich bin doch noch hier. Ja, ich weiß, ich komme gleich. Ja, beweg dich.